Let's go. Also, letzte Gym-Session der 70-Tage-Challenge. Die allerletzte. 70-Tage-Challenge vorbei. Tag 70. Von 70. Boah, ist so krass. Da ist er. Die letzten 10 Tage hatten es schon in sich, aber muss ja auch, die haben sich ja extrem verändert. Also von nichts kommt nichts. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt sehr auf die letzte Einheit mit den beiden, weil ihr werdet jetzt einmal sehen. Guck mal, Johannes hat das erste Mal einen Tanktop an. Ja, das heißt, das ist ganz komisch, dich hier mit Tanktop zu sehen. Ja, ich finde es aber richtig cool. Sieht richtig gut aus. Krass. Der Ibiza-Vibe, ne? Der Ibiza-Vibe. Ey, wir gehen heute trinken. Ja. Leute, habt ihr vergessen? Ey. Heute gehen wir trinken und wir sind am Start. Also ich sag euch ganz ehrlich, für mich ist das noch so weit weg. Wir haben gerade mal 12 Uhr. Ich muss sagen, ich freue mich nachher richtig auf ein Bier. Ich freue mich da richtig drauf. Estrella. Eigentlich auf Oktoberfest müssen wir schon anstoßen auf ein Bierchen. Ja, sicher. Zimtig, Gott auf dies. Lederhosen an und dann stoßen wir hier auf Ibiza an. Ich habe gar keine Lederhosen mit dabei. Ja. Eigentlich ein cooler Spot, ne? Yeah. Look, okay, she sent a pics of me before they hit the ground. All night we run them numbers on a fitness app. This is cricket match, couple day affair with your wife. He thinks she leaving with my hoodie, told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to drop and ain't feeling that. Been through a lot, but I ain't never had to deal with that. And fuck about, I'm bunk, I'm done laying low. I'm done acting like the enemy ain't made of gold. Solid to the core, I can never play a role. And if she trying to choose, tell her I don't take a role. Also, pass auf. Es gibt Paparazzi-Bilder von uns. Also, keine Ahnung, ob die in ein Magazin gelandet sind. Ich habe sie online gesehen und ich habe mich erschrocken. Ich wusste nicht, ob ich weiter schreien soll. Warte mal, muss ich mich anschneiden? Ich schneide dich an. Ja, ich glaube sogar. Ja, das war echt halt direkt nach der Schwangerschaft. Es ist schon echt heftig, oder? Wenn du überlegst, es war so ziemlich genau ein Jahr her. Warte, es geht noch weiter. Was? Ich sag dir auch, ich... Also diesen Effekt jetzt zu sehen, wie die vormal war und wie sie jetzt ist. Da habe ich echt gedacht, okay, so sportlich sind wir jetzt nicht unbedingt. Sieht eher so nach so einem gemütlichen Pärchen aus. Das ist halt für mich so erschreckend, weil die sehen aus wie zwei normale Menschen, wenn du es aus dem Auge betrachtest. Aber wenn du die Leute kennst und wirklich kennst, dann denkst du dir, was geht denn eigentlich ab? Alter, beide, aber Jessie, boah, nicht. Mit diesem Bild können wir alle so stolz sein, was wir in den 70 Tagen gemacht haben. 70 Tage, die waren echt krass. Also eine verdammt lange Zeit und es war einfach totales Auf und Ab. Am Anfang hatte ich ja so gar keinen Bock auf 70 Tage Challenge. Alles zu verbinden mit gesunder Ernährung, mit Sport, mit meiner kleinen Tochter. Auf Essen und vor allem in der High Season auf Alkohol zu verzichten, das war echt hart. Schiff war, wenn man das sich anschaut, dass ich da so saß, was ich da für eine Blauze hatte. Und dann siehst du so Janis und Jesse, was die für ein Mega-Buddy haben. Also ich habe mich total unwohl gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Ganz, ganz dicke Props an Janis und Jesse. Die haben uns gesagt, wir brauchen Chris. Und er ist wirklich mit Abstand der beste Deutschland. Ne? Nein, der Chris hat ihn nicht geschrieben. Hast du mal geguckt? Nein, habe ich nicht geguckt. Chris hat sich bei mir gemeldet per Instagram. Ich habe es erstmal gar nicht gesehen und dann... Oh mein Gott. Ja, das ist meine Frau. Oh, weißt du, wie oft das passiert? Oh Mann. Hey Jessica, hier ist Chris. Janis hatte mich bei dir weiterempfohlen. Generell hat er mir schon erzählt, dass es um YouTube-Format geht. Um Trainingsformat, wo Personal Trainer notwendig wäre. Ging alles ganz schnell. Irgendwie haben wir uns connected. Und dann war Chris auch schon da. Ich habe die beiden ja über eine Sprachnachricht auf Empfehlung kennengelernt. Und als ich sie persönlich kennengelernt habe, muss ich sagen, war ich sehr optimistisch. Weil beide sahen schon sportlich aus, als hätten sie mal Sport gemacht. Aber die sahen auch irgendwie in so einer Phase so aus, als könnte man richtig Gas geben mit denen. Dann wollte ich ja die 70-Tage-Challenge mit YouTube verknüpfen, damit man sich so ein kleines Ziel vor Augen hält, dass man das nicht, dass man halt nicht abbricht. Ja? Das YouTube-Format ist ja deswegen entstanden, weil ich wollte ein Tagebuch haben. Ja, war das so ideal. Ich wusste schon, die beiden kann ich richtig zerlegen. Ich liebe ja Gadgets, oder? Und war sofort dabei mit den Sensoren.
Oder hat so ein Jesse den Sensor angekommen hat, David? Ihr könnt mich mal. 3, 2, 1. Funktioniert. Ich habe mich mega erschrocken. Es gibt auch diesen Moment, wo ich. Ist ganz ruhig. Ah! Wo ich richtig gemerkt habe, diese Nadel geht halt voll hart rein. Das tut halt voll weh. Aua! Zieht voll jetzt noch mehr. Aber warum das zieht das denn? Hör auf! Stoff, der da dran ist. Boah, mir ist gerade ganz schwindelig. Ja, Jesse. Die hat das ganze Video kaputt gemacht. Und danach hat das so gekribbelt. Ich hab's mir vielleicht auch eingebildet. Also dieser Sensor, das ist nur ein Faden. Den klappst du dran. Und dann konnten wir halt am Anfang schon direkt messen, welche Kohlenhydrate vertragen die beiden gut, welche vertragen sie nicht gut. Also wussten wir nach 3 Tagen eigentlich schon sehr gut Bescheid. Das war der große Vorteil. Ich konnte überblicken, cheaten die, holen die sich irgendwo Snacks, Süßigkeiten. Ich hatte also alles im Auge und alles in meinem Kontrollbereich. Wir haben richtig geschlemmt. Wir haben in der Schwangerschaft so richtig geschlemmt. Wir haben gegessen, was das Zeug hält. Auch um 22.30 Uhr haben wir noch, da habe ich noch Nachos gemacht. Man ist jetzt hier auf Ibiza, wo alles so super schön ist und dann möchte man es auch genießen und nicht immer quasi sich so kasteilen. Und da haben wir einfach irgendwann aufgehört, drauf zu achten. Der hat mit mir alles gemacht. Der ist mit mir durch Höhen und Tiefen gegangen. Hormone, meine Hormone waren bum, bum, bum. Ich hatte Ausbrüche. Dann hatte ich Fressattacken. Ich habe Nutella gelöffelt und danach habe ich Gewürzgurkensaft getrunken. Hallo? Stell dir das mal vor. Diese Kombi ist einfach nur crazy. Pervers, wie ich sage. Pervers. Aber es war schön. Es war alles schön. Das erste Mal Shop mit den Hallas war auf jeden Fall ein Highlight von mir, weil ich musste so viele Sachen aus dem Wagen wieder rausnehmen und zu Johannes sagen, nein, das darfst du nicht nehmen. Wir da einkaufen, ne? Und ich habe gedacht, ja klar, ich weiß so ein bisschen, auf was wir achten müssen, aber alles, was ich gedacht habe, was so gesund ist, so, nee. Nee. Das Erste, was wir brauchen hier. Brokkoli. Ja. Brokkoli. Mehr davon. Ich liebe Brokkoli. Guck mal, Brokkoli, Haini. Ja. Johannes hat halt immer zu Sachen gegriffen, zu Snacks, die so unnötig sind, die dich eigentlich auch gar nicht satt machen, wie irgendwie Pudding oder irgendwas. Es gab so, dieses Video hieß eigentlich irgendwie, nein, leg es weg oder so. Was ich ja liebe. Ich liebe so ein Vollkornbrot. Dann Philadelphia-Käse drauf und Apfel drauf. Nee. Müssen wir leider alles sprechen bei dir. Das Schlimmste war, dann haben wir was gefunden, was wir etwas konsumieren durften, aber Chris gesagt hat, nein, nicht zu viele von einkaufen. Was aber ein totaler Lifehack ist, dass man einfach nicht zu viel im Kühlschrank hat, dass man die richtigen Mengen hat. Also wir haben so viel gelernt durch die Einkaufsgeschichte. Also da bin ich echt dankbar für. Und ich glaube, die beiden haben sehr schnell gemerkt, die 70 Tage sehr strikt werden, was die Ernährung angeht. Das hätte sie ja in keinem Drehbuch so planen können. Wir machen die 70-Tage-Challenge, da kommen Chris und Antonia zu Besuch. Und Chris ist ja der Gründer von More Nutrition. Antonia hat mir schon vorher ganz oft geschrieben und wollte mir was schicken. Und ich war dann immer so, oh, ich habe alles, brauche nichts. Und dann habe ich die Produkte getestet. Und jetzt sind wir solche Chunky-Opfer und ach, so süchtig nach Chunky-Flavor, More Clear. Und der hat uns natürlich dann einfach Produkte gezeigt, die wir vorher gar nicht im Schirm hatten, die es uns halt so viel einfacher gemacht haben. Ja, ich muss sagen, am meisten haben wir gegessen. Skier. 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 Meal Prep war für die Challenge auf jeden Fall entscheidend. Sagen mit dem Vorkochen, das war genau mein Ding. Jessie hat das einfach mega organisiert. Wir haben Tupper-Schüsseln gekauft, dann wurde einfach mal vorgekocht und dann war es eigentlich total easy. Haben wir aber noch immer zusätzlich noch ein bisschen gegrillt. Fühlt sich ja so männlich, wenn man einen Grill kauft, ne? Und noch viel geiler ist dann, wenn man es echt dann auch noch beherrschen. Wir haben so viele Skills entwickelt und es wurde wirklich so zu unserem Ritual, abends miteinander zu grillen. Das war echt wie in so einem amerikanischen Film. Es gab dann immer noch frisches Gemüse und Fleisch und es hat echt gut geklappt, muss ich sagen. Und jeden Tag und dadurch, dass wir diese Routine aufgebaut haben und ich hoffe, die beiden werden das weiter durchziehen, weil so einfach, so lecker und so wichtig für so eine Challenge. Größte Challenge in der Challenge war, als wir gereist sind. Ultra viel unterwegs. Wir waren in Deutschland, wir waren in Monaco, wir waren in Nizza. Viel geschäftlich unterwegs. Da sich so an die Ernährung zu halten und auch ins Gym zu gehen. Und dann ist man ja unterwegs, man muss mal schnell irgendwo was essen und da gibt es wieder nicht das, auf das man achtet. Das war wirklich die größte Challenge. Gesund zu essen. Das heißt, ich habe manchmal, und es gibt da eine geile Szene, da war Luca auch dabei, da habe ich mir eine Tupperdose fertig gemacht mit Lachs und Gemüse. Und das war so mein Daily-Business mit meinem Daily-Essen. Und Johannes konnte das nicht riechen. Da gibt es übrigens ein Video, da hat Luca draufgehalten, weil mir ist die Tupperdose im Rucksack umgefallen und
Das hat ein bisschen nach Lachs gerochen und Johannes hat das nicht mehr riechen können. Ey, Schatz, ich sag dir, mein ganzer Hose ist an Lachs gepasst. Also ich sag dir ganz ehrlich, das ist ein bisschen kritisch. Wir nach Süddeutschland mussten und als wir dann noch entschieden haben, meine Schwester in Köln zu besuchen, dann haben wir tatsächlich diesen Privatchat über einen Freund zu einem vernünftigen Preis anbieten können. Das war richtig geil. Und das ist es? Ja. Ey, wie geil sieht die aus, oder? Hey, du. Ey, wie heftig sieht die aus? Jetzt? Ich glaube, ich muss nochmal zur Toilette. Eine Stunde hält es nicht aus. Ne, wo war die Toilette nochmal? Ich renn schon mal. Das ist gleich immer so, wenn es losgeht. Ne? Hier links. Jetzt schon einsteigen? Ja, ja. Okay. Okay, dann geht's los. Ihr zwei Hübschen, dann Rücksitz. Ja, dann let's go. Oh mein Gott. Yo. Hotel 19er, 2.16, QNH1020, Hectopascal, Information Golf, aus. Jesse geht jetzt ins Studio und ihr macht jetzt heute mal nichts anderes wie einfach Musik hören, ein bisschen Vocal Coaching, mal ein paar Songs einsingen, einfach mal gucken, wo du stehst. Aber ich finde es so krass, Schatz, dass du mich da so, dass du mir so in den Arsch trittst, einfach das zu machen, weil ich denke einfach so, ich bin schon zu alt dafür. Nein, du bist so ein Quatsch. Ich denke mal, jetzt bin ich Mama, jetzt kann ich das alles nicht mehr machen. Irgendwas in mir sagt noch, dass ich irgendwas in dem Bereich machen soll. Ja, es einfach wieder anzugehen. Ich weiß gar nicht, warum ich solche Ängste in diesem Bereich habe. Es kommt irgendwie ein bisschen so aus der Kindheit. Weil du eigentlich schon immer singen wolltest. Und es wird jetzt einfach, also du musst, es geht ja nur um das Singen. Es geht ja nicht, oh Schatz. Da habe ich mich gerade frisch gemacht und jetzt kann ich mich wieder neu frisch machen. Ja. Dass wir Jesse endlich dazu motivieren konnten, also die ganze Familie endlich an ihrem Traum weiterzuarbeiten. Ich bin jetzt total erleichtert, dass ich es gemacht habe, einfach mal wieder im Studio zu sein, das zu tun, was ich liebe. Ich freue mich einfach. Mal schauen, was Johannes sagt. All along it was a fever. Ich bin so mega stolz und vor allem, weißt du, das ist so unerwartet, dass ich weiß, dass meine Frau singen kann, weil die singt ja jeden Tag hier im Haus, aber das dann mal zu hören, wenn es so professionell im Studio aufgenommen ist, das ist so... Ich bin so stolz, dass sie angefangen haben. Sie muss unbedingt dranbleiben. Auf jeden Fall ein Hobby, was ich nicht so wirklich auslebe, weil einfach dafür keine Zeit ist. Boah, ich raste aus. Wenn ich nur daran denke, dann muss ich sabbern. Das war so ein tolles Restaurant in Monaco. Genauso 20 cm von meiner Nase serviert und ich habe das aufgenommen. Ich bin durchgedreht. Ich liebe ja Tiramisu. Das war so lecker. Das sah so krass aus und ich habe nicht einen Löffel gegessen. Frankie, du würdest so krass zuschlagen. Das war so lecker. Das war spannend. Auf dem Schiff ist noch. Jesse hat so einen geilen Job in Monaco und bei uns hier auf Ibiza brennt die Bude. Die haben ein neues Schiff bekommen. Also ein Kunde hat ein neues Schiff gekauft, das ausgeliefert werden musste. Und es kam halt einfach nicht an dem Vormittag. Da war ich richtig nervös. Es ist wohl nicht da. Der LKW steht noch an der Fähre und wartet auf den Polizeitransport. Das ist die Polizei, weil das Boot Überbreite hat. Muss er eben dieses kurze Stück hier vom Hafen, da hinten liegen die Fähren an, muss jetzt hier dieses Boot her transportieren. Aber die haben heute Morgen noch keine Lust gehabt. Ne? Und jetzt fahren wir auf die. Wo ist da? Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt blenden wir die verrücktesten Momente aus der 70-Tage-Challenge ein. Also du hast 10 Minuten. Das schaff ich niemals. Nehmen wir zwei mit. Nee. Ich hatte noch nie so einen flachen Bauch. Durchdrehe, weil ich nicht weiß, wo was ist. Und du machst es doch nicht einfach so. Das ist gesetzlos. So. So, also da. Habe ich mich gerade frisch gemacht und jetzt kann ich mich wieder neu frisch machen. Ja.
Die letzten 5 Minuten. Schatz, das darf ruhig ein bisschen lockerer sein, dass man auch... Weil das wird ja hinterher ein 40er Oberarm, ne? Sagen manche. 34. Was? Da ist gut. Komm. Oh. Shit. Bumfrisch! Meine Kollektion im Schaufenster. Dann würde ich jetzt nochmal eine Stunde schlafen. Bisschen sentimental, weil ich vermisse euch, meine zwei Schätze. Ich bin aber morgen wieder zu Hause. Und ja, Tag 28 ist ja schon. Das heißt, das ganze Training wurde schon ein bisschen verschärft. Ach so. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin gerade 10 km/h, 2 Minuten am Ende noch gelaufen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, weil ich das letzte Mal so gut gelaufen bin. Ich werde heute 20. 20 Kilo. Das ist aber sehr mutig. Gerade. Die denken, während Jessys Challenge und ich bin da so ein... Mitgehangen, mitgefangen. Ich bin quasi, sagt man, da so eine Nebenrolle in der ganzen Geschichte. Nee, das stimmt gar nicht. Du hast dich dazu und du hast das Schultern gekriegt. Ja, an der Stelle machen wir jetzt einen Break und wir beide machen mal kurz auch einen Break. Ja? Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ja. Danach kann man zum Sport. Oh, Scheiße. Okay, ich bin sowas von heiß. Trainiert jetzt in den 2000ern der Johanneshalle. Oh. Power. 1. Schön, danke für die Stellung. Ja, 2. Boah, Schatz, super. 3. Krass. Heftig. 4. Boah, krass. Das ist die Stellung. 6. Schatz, krass. Ja, die 8. 7. Komm, schieb, schieb. 7. Ja. 8. Noch 1. Was habe ich mir dabei wohl gedacht? Er hat's getan. Emmon, zeig deine Hand. Also ein unfassbar geiler Tag. Vielen Dank an alle Beteiligten, die das möglich gemacht haben. Ich bin sauer, wütend, hungrig. 2, 1 und du, Nähmaschine, gib Gas! Was in 70 Tagen alles so passiert. Also ich bin so froh, dass wir dieses YouTube-Projekt gemacht haben, um es einfach mal so später auch mal anzuschauen. Die 70 Tage lassen sich genau mit diesem Clip erklären. Es war sehr emotionsgeladen, es ist sehr viel passiert, Gutes, Schlechtes, aber ich glaube, wir werden alle auf diese Zeit zurückgucken und nur das Positive sehen. So, machen wir mal ein Testing. Wie viele Clips zu ihr gehen vor der Challenge? Sehr schön, gut auf 1. Nase, Challenge 2. Da ist gut. Komm. Oh. Shit. Ja, ich glaube, Chris ist stolz auf mich, ne? Also, 15 Klimmzüge, sagen wir 14,5, das hätte ich selber nicht gedacht. 6 Klimmzüge zu 15. Das ist ja mehr als 100% mehr. Hat Johannes, glaube ich, an dem Tag auch gecheckt, was alles in den 70 Tagen passiert ist. Ich glaube, der Tag war entscheidend für ihn auch nochmal, um zu sehen, nicht nur optisch, sondern auch kopfmäßig, was macht bei den 70 Tagen. Stunde der Wahrheit. Gehöre ich zum 1% Club? Ich musste Johannes ja in irgendeinen Club reinbringen. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt in dem Bankdruck 1% Club. Jetzt nach 70 Tagen trainieren. Denn unter 1% der Menschen schaffen es beim Bankdrücken über 100 Kilogramm zu drücken. Und ob ich das jetzt kann? Und das war echt tricky, ne? Weil ich wusste auch nicht genau, wie viel Kraft hatte er jetzt genau. Ich wusste aber, dass wir optimistisch sein können. Und dann hat er da an dem letzten Tag die 100 Kilo Bankdrücken, um in den 1% Club zu kommen, einfach rausgewuchtet und ich war so, geil Mann, wir haben auch kraftmäßig echt viel dazu gewonnen. Nicht gedacht, also als wir da so standen und dann so, okay, das sind jetzt 100 Kilo, es war ja auch wirklich nur ein Rap, den zweiten hätte ich nicht geschafft, aber so, dass sich zu wissen, dass nur 0,75% der Menschen 100 Kilogramm drücken können, schon geil. Gibt es das vorher, nachher? Ja, und so war vorher, nachher. Das ist echt krass, wenn du das so anschaust, so diese schwabbeligen Oberarme, oder? Also und auch an der Hüfte, da bin ich am meisten stolz. Also das hat mich immer gestört. Es sieht so von hinten und von vorne blöd aus. Es ist aber so, dass man einfach auch viel leichter lebt. Man hat so viel mehr Energie. Also es sieht nicht nur in meinen Augen besser aus, sondern man fühlt sich einfach viel mehr. Und das gibt einem einfach
vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein. Man muss sich mal vor Augen führen, dass wir nur 70 Tage Vollgas gegeben haben. Und wenn ich Jesse sehe und Jesse danach sehe, dann bin ich einfach unglaublich stolz. Und Johannes habe ich lange nicht mehr oberkörperfrei gesehen. Und dementsprechend jetzt dieses Bild zu sehen, boah. Also ich glaube, die Challenge haben wir richtig geil zerlegt. Stunde der Wahrheit, Schatz. Wir haben ja irgendwie jetzt optisch eine Veränderung zu sehen. Aber jetzt wollen wir das natürlich auch der Fakten sprechen lassen. Und jetzt dieses Mal hast du einen 40er Arm. Ja, das wird eine knappe Kiste. Porsche redet man immer von einem 40er Oberarm, oder? Und ich habe am Anfang den Spaß gemacht, das ist bestimmt 40er Oberarm. Weil es geht jetzt darum, zu messen, ob es echt 40 sind. Ich glaube nicht. Also, boah, aber das sieht echt krass aus, Schatz. Jetzt mal ehrlich. Maximale Spannung wird hier. Da ist die 40. Ah, was ist denn das? 40. Ja. Ist nur Luft nach oben. Da ist noch Luft nach aber oben. 70 Tage 4 cm mehr Oberarm. Und das Spannende ist ja, wenn der Bauch zugleich noch weniger geworden ist, hat er Muskeln aufgebaut und Körperfett verloren. Wow. Schauen wir mal, ob der Bauch weniger geworden ist. Ich bin stolz auf dich. Taille. Was hatten wir vorher, Jesse? Boah, was? 87,5. Ach du Scheiße. 8 cm. 8 fucking Zentimeter. Zentimeter weniger Taille. Heftig. 4 cm mehr Oberarmumfang. Okay, Oberkörper, ja. Als Covermodel steht so die Taille, der Oberkörper mal da, die haben so 102 im Schnitt Zentimeter. Und der Johannes hat 105. Maschine, Alter. Ja? Maschine. Wie viel hatten wir davor? 108. Ja, und das ist genau Körperfett und Teil runter. Ja. Krass. Also okay. 105 ist super. Krass. Ja, dann ist nicht mehr weit bis zum Men's Health Covershoot. Sehr erfolgreich beim Messen. Jetzt gucken wir mal bei Jesse, was passiert ist. Mhm. Sieht aber sehr gut aus. Taille. Taille? Ja, 65,8. Bin gerade am Hinspulen. Ey, das ist spannend, Leute. Jesse, 74. Boah. Was hat's jetzt? Ich hab's nicht gehört. 65,8. Nee. Alter, ihr habt beide extrem viel. Das ist ein komisches Zeichen, ne? Aber extrem viel habt ihr an Bauchumfang verloren. Krass. Das ist der beste Indiz für den Körperfettanteil. Welches? Ja, Körperfett! Also ich bin mega stolz auf die beiden. Ich hoffe, die sind auch stolz auf sich. Ja, sind wir. Wollt ihr noch? An der Peak. Das ist 29,5. Fast 30er Oberarm. Ja, Mann. Machina. Krass. Ja, sind viele Muskeln dazugekommen. Sag ich ja. So, wir gehen hier rüber. Genau, jetzt dreht er durch. 85. Was hatte sie davor? 92,5. Ja. Wie viel hab ich jetzt? 85. Wir haben es gerückt! Ah, was machen wir danach? Scheiße! Nee, was wir jetzt machen, es geht ja genauso weiter. Aber jetzt gehen wir erstmal richtig lecker essen. Und jeder darf bestellen, was er will. Ey, jetzt, ihr habt die Frage bestimmt schon beantwortet, aber das Feeling jetzt danach, wenn man so im Spiegel aussieht, wenn man solche Werte sieht. Schon krass. Ja. Also ich finde, heute gibt es jetzt den ersten Cheat Day. Wir gehen jetzt richtig essen. Heute Abend wird gefeiert! Und heute Abend wird richtig gefeiert. Ich hab mich so gefreut. Danke, dass du heute gibt es Tiefkühlpizzas. Die haben wir eingekauft, Oreo-Kekse und Alkohol. Und das wird heute jetzt richtig gefeiert. Wir einen Tag cheaten und was danach ist. Egal. Wahnsinn. Wir werden sehen, habe ich gesagt. Nicht egal. Wir werden sehen. Ciao. Also, Leute, peace. Johannes und Jesse dürfen endlich essen, was sie wollen. Geiler wäre irgendwie was Ekligeres gewesen. Weißt du, sowas wie jetzt so ein Döner. Halloumi-Potatoes. Ach, die sind heiß. Fühlt sich so verboten an gerade. Okay. Hätte ich nicht erwartet. Und jetzt so. Der hat sich auf diesen Moment verfolgt. Ja.
einer Skala von 1 bis 10. Okay. Und Hayley macht es auch. Hayley macht auch noch. Das ist echt. Ja, das hat sie auf jeden Fall von dir. Und so. Gut durchgezogen, aber jetzt... Guck dir, an. Guck dir mal an, diesen veganen Baum. Boah, hat er wieder zerfällt. Guck dir mal, guck's an, ey, das ist einfach... Boah, ja, ja. Ich sag's ehrlich, es hat sich gelohnt. Jesse muss sofort probieren. Ja. Dafür kann man 70 Tage wandern. Das ist jetzt zwar vorbei, aber das ist ja eine Startlinie. Aber für einen bewussten, gesunden Lebensabschnitt. Wir haben so viel über Lebensmittel gelernt, wo man jetzt total easy in seinen Alltag integriert. Man vermisst jetzt wirklich nichts. Also klar würde man mal gerne ein Glas Alkohol trinken. Das können wir jetzt auch. Ich muss sagen, ich habe nichts vermisst. Ich habe den Alkohol nicht vermisst. Vielleicht nur meinem Mann zuliebe. Hallo. Halt dann immer in einem Maß. Und man hat jetzt einfach ein ganz anderes Bewusstsein dazu, wie man mit Lebensmitteln spielt. Und wissen jetzt einfach auch, wie man das immer schön balancen kann. Ich bin mir ziemlich sicher und ich erwarte auch von den beiden, dass die weiter mit dem Sport Gas geben, dass die die Ernährung umsetzen, so wie wir sie gelernt haben, aber auch mal ein bisschen ausschenken können. Und was mir persönlich ganz wichtig ist, wenn die Fragen haben, können die sich auf jeden Fall immer bei mir melden und ich werde immer für die beiden da sein. Auch wenn was ist, Jesse soll mir schreiben, ich komme. Ich komme angeflogen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du die Idee hattest, der 70-Tage-Challenge. Also ich hätte das ja nie gemacht, ich hätte so weitergelebt. Und weil du so diszipliniert warst, gab es für mich nie einen Grund für Ausreden. Also deine Disziplin hat mich so angesteckt. Und Chris, Digi, du bist ja echt unsere Familienmitglied geworden. So wie so, ein Labrador fehlt uns, du bist jetzt quasi so unser Labrador, der einfach total treu, loyal und mit uns echt durch Himmel und Hölle gegangen ist. Vielen lieben Dank. Ohne dich hätten wir bestimmt so ein Fitness-Gym nicht durchgezogen. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie so lange bei jemandem gewohnt. Es sind ungefähr 60 Tage gewesen am Stück. Oder halt mit kleinen Lücken. Und muss sagen, dass mir die ganze Familie, da ist Hayley, Johannes, Jesse und alle, die zu Besuch waren, sehr ans Herz gewachsen sind. Und ich bin mir sicher, dass ich die Familie auch sehr vermissen werde. Ich kann mir vorstellen, nächstes Jahr oder vielleicht dieses Jahr auch immer kleine Challenges in mein Leben einzubauen. Einfach um sich, um neue Ziele zu haben, sportliche Ziele. Vielleicht ist mein nächstes Ziel ja, keine Ahnung, Klimmzüge. Das wäre was. Ja. Jetzt ist Party angesagt. Hey, haben wir nicht was vergessen? Was? Ah, da kommt er. Ah, da kommt Chris. Wichtigste ist, Hayley schläft, Babysitter ist instruiert. Also so Abende wie jetzt, die müssen bei uns immer richtig geplant sein. Wir haben Babysitter bis 12.30 Uhr, das heißt ein bisschen mehr als 2,5 Stunden. Und eins schwöre ich, wir nutzen es aus bis zur letzten Sekunde. Es wird ein geiler Abend. Und wir sind halt um 12.31 Uhr zu Hause. Und was ihr zwei Partymäuse heute noch macht, in eurem singlichen Leichtsinn, das bleibt euch überlassen. Ich glaube, Johannes weiß noch gar nicht, was bei uns abgeht. Yeah.